begrüße euch in mein Tagesenergie am 29. Juli 2017. Die Energie des Tages ist: Manchmal dürfen wir erlauben, so wie heute, mal etwas lauter zu werden. Das trifft in erster Linie die Löwengeborenen, die Schützengeborenen und die Widdergeborenen. Eine gewisse innere Nervosität verspüren die Wagengeborenen und die Widdergeborenen. Sie sollen aber die innere Ruhe bewahren. Glück, besonders in die Liebe, Partnerschaft oder eine Überraschung erwartet die Wiedergeborenen und die Zwillingsgeborenen. Möglichkeiten, Chancen bewusst wahrzunehmen, aktiv zu sein, das empfehle ich bei Wassermanngeborenen und auch bei Schützengeborenen. Bei Schützengeborenen ist wichtig, dass sie nichts aufgeben und wenn Einflüsse von außen kommen, dann nicht verunsichern lassen, sondern ihre eigene Meinung, ihre eigenen Ziele bewahren, weil das bringt Glück bei den Schützengeborenen und, wie ich schon sagte, die Möglichkeiten, Chancen auch erkennen. Wie das wirkt in einzelnen Tierkreiszeichen, das erkläre ich in meinen Tageshoroskopen. Und zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass ich auch Beratungen anbiete und die Kontaktdaten werde ich gleich einblenden. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.